Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Dr. Marion. Hallo, ja, wir sind wieder da nach einer episch langen Vorproduktion und sind wir zurück in der Welt von Aion. Ich bin mittlerweile capped, du bist mittlerweile capped und ja, auf dem Server hat sich ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt angucken oder was hast du jetzt vor? Ja, wir werden erstmal wahrscheinlich nochmal in die Gebiete gehen, die wir bei der letzten Folge schon mal angefangen haben. Das würde erstmal die erste Sache sein. Es war zwischendurch scheinbar nochmal ein Patch drauf gewesen. Ich kann euch leider wirklich absolut gar nichts zu dem Patch sagen, weil ich mich halt wirklich überhaupt gar nicht informiert habe. Ich habe nur gesehen, dass sich der Abyss, der untere Abyss, hat sich scheinbar ein bisschen was verändert. Da kann man vielleicht mal reinschauen in die Instanzen, weil die sind relativ frisch und neu. Im oberen Bereich ist es recht ähnlich. Da sind zwei Festungen weggefallen und nur somit sind da nur drei Festungen übergeblieben. Und die Götterfestung kann nicht betreten werden. Das sind so die Sachen, die mir jetzt so auf Anhieb eingefallen sind oder die mir da sofort auffallen. Ansonsten ist mir eigentlich bisher so nicht direkt irgendwie noch was aufgefallen. Scheinbar alles beim Alten noch. Na gut, ich laufe hier gerade mal nicht durch die Gegend einfach so. Und nach so, wonach wird hier meistens gesucht? Hier wird nach irgendwie nach Shugur meistens gesucht oder Rentos Hard Mode. Naja, gut. Ich muss mal gucken. Hier, Moment, wo war das? Unter M. Gibt es nämlich auch Questen. Ja, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, wisst ihr ja. Gerade contentmäßig. Überhaupt keine. Übrigens hat sich noch jemand anders angemeldet, der mitmachen wollte. Die liebe Eule, Grüße an Eule. Sie hat es bis jetzt noch nicht geschafft. Wenn sie noch nachträglich dazu kommt, kein Problem. Wir haben schon mal angefangen. So gegen, hat ja gesagt, so zwischen 16 und 17 Uhr wird es werden. Und wir sind jetzt bei 16:25. Wir haben angefangen. Solltest du dazukommen, wirst du noch dazukommen. Ansonsten könnte es sein, dass es nicht mehr klappt. Denn ja, genau, richtig, das könnte vielleicht wirklich. Komm auf jeden Fall mal nach unten, bitte. Einmal. Wo ist denn unten? So. Ja, ganz unten halt. Hauptquartier. Warte, da muss ich jetzt nochmal hoch. Ich renne hier unten gerade rum. Mhm. Ja. Erzähl mal weiter. Denn. Es könnte vielleicht wirklich schon die letzte Aufnahme halt auf jeden Fall sein. Weil, zumindest jetzt hier im Together-Bereich, weil Baum halt einfach nur. Ja, weil, wie gesagt, wir sind capped. Klar, du wolltest noch ein bisschen was zeigen, aber du ganz schlüssig, was er jetzt im Capped-Bereich noch zu zeigen ist, im High-Content, ist er wahrscheinlich auch nicht ganz. Ja, das Problem ist halt, dass sich viele Sachen sich halt auf Gruppen basiert halt. Nur ein Stück weit sich bewegt halt. Ne? Das heißt, wir haben jetzt, was haben wir hier? Jetzt haben wir jetzt hier Zuflucht der Runen, wäre vielleicht zum Beispiel nochmal was, aber. Ja gut, da brauchst du halt auch immer die Leute dafür, ne? Aion ist dann halt wirklich sehr auf deine feste Gruppe halt basiert, ne? Und wenn die feste Gruppe ausfällt, ne, dann kannst du halt das Spiel halt ein Stück weit vergessen. Hauptquartier dadurch, des Neubeginns oder wo soll ich hin? Ja, genau. Erstmal da runter halt auf jeden Fall. Okay, wo ist das Teil jetzt wieder da? Geht ja eh nichts anderes. Ups. So, ich bin unten, genau. Das ist schön, das gefällt mir gut. Okay, gut, dann versuchen wir nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist denn jetzt hier der Teleporter eigentlich? Ja, du stehst schon bei den Teleportern in der Nähe. Dann müssen wir mit dem, ja, mit dem ganz normalen Teleporter müssen wir einmal nach. Wo gehen wir da am besten hin? Nach Acheron oder nach Kaldor? Teleporter des Magos-Landeplatz, der ist auch neu. Ja, wo ist er denn? Ne, hier unten im unteren Bereich. Da, unten der Hauptquartier des Neubeginns, zwischen den Teleportern. Zwischen Äthertransporter und Teleporter. Dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Wo bist du eigentlich? Warte, ich guck einfach mal, wo ich da rauskomme. Warte mal. Ach, da bist du. Okay. Nee, das warst du nicht. Wo bist du denn gewesen? Hä? Achso, das ist der Abyss, ist das hier. Achso. Jetzt sind wir. Ah, okay. Ich komm auch mal rein. Hui. So, na, dann schauen wir mal. Wie gesagt, es könnte die letzte Aufnahme sein, nicht die letzte Folge. Also ein paar Folgen gibt's noch. Ob und was danach kommt, es könnte durchaus sein, dass wir dann erstmal hier quasi diesen Aufnahmeplatz ein bisschen pausieren oder halt nur ein paar Kleinprojekte machen, weil wie gesagt, bei mir steht die Hochzeit ins Land. Danach geht's dann. Ja, genau. Vermutlich erst wieder richtig los. Ob und genau, wie viele Folgen noch kommen, können wir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier machen. Werden wir sehen. Ja, so. Genau, wird man sehen. Hier habe ich eine Quest, das ist schön. Bist du denn? Ich sehe dich nirgends.
Ja. Gibt's hier mehrere Instanzen, aber eigentlich nicht, ne? Im Abyss geht etwas vor sich. Normalerweise, keine Ahnung. Du bist ja, ich bin oben. Du rennst gerade oben, ja. Ich bin gerade unten. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Okay. Das ist auch gut. Ja. Da jetzt könnte man hier wahrscheinlich raus und dann wäre man ja auch schon im Abyss-Gebiet halt. Mhm. Hier hat man auf jeden Fall ein paar Garnisonen, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt die Frage, ne, ob man dann jetzt hier. Es wird halt, ständig wird das halt verändert, ne? Ich kann das halt auch nicht ändern, ne? Als wir das Let's Play angefangen haben. Du sollst ja nicht ändern, die anderen halt, ändern das. Ja, als ich das Let's Play angefangen habe, ne? Hier sind halt, was ist das hier? Antike Münze gibt's hier. Guck jetzt einfach mal in die ganze Quest. Ja, das ist Bullshit hier in die Quest. Wer kann euch mehr sagen? Ehrenabzeichen, das können wir eh noch gebrauchen. Jo. Ehrenabzeichen. Was denn jetzt? Du musst schon sagen, was angenommen werden muss. Boah, eigentlich war gute Frage halt, ne? Ja, wir brauchen eigentlich auch gar nichts annehmen, weil letzten Endes, wie gesagt, noch sind wir mit 65. Alles andere ist ja Blödsinn, wir können zwar noch. Ja, gut, aber du machst ja. Nee, du machst ja, die Questen sind ja dann dafür da, warte mal. Dass du halt ja Levels halt, nee, Levels nicht, wäre sehr Bullshit. Ausrüstest. Dass du halt ausrüstest, genau, richtig. Okay. So. So, deswegen, nimm einfach mal hier das ganze Zeugs an und dann gucken wir uns halt jetzt sind wir aber eh schon mal hier im oberen Abyss, dann gucken wir uns einfach mal den oberen Abyss an, was man hier machen kann. Okay. Gehen wir auch nochmal hier links den Schüssel an und gucken wir halt einfach mal. Was wollt ihr hier? Oh, mir fehlen schon wieder. Was wollt ihr hier? Wir müssen uns um den Wiederaufbau kümmern. Was wollt ihr hier? Wir müssen uns um den Wiederaufbau kümmern. Wir müssen uns um den Wiederaufbau kümmern. So, aktiv, neue Quest. Okay. So, ich denke, man kann auch, das Problem ist halt auch, ne, ja, wie soll ich sagen, ich hätte eigentlich allgemein halt gerne was zum, ja, Endcontent eigentlich halt gesagt, beziehungsweise wie das halt so läuft, aber das Problem ist halt, dass sich das halt in den, ja, wie soll ich sagen, in den anderthalb Jahren, wo das Let's Play oder zwei Jahren, wo das Let's Play hier läuft, hat sich das dreimal geändert, dass der Endcontent sich einfach verändert hat oder sich ein Stück weit verschoben hat. Na, also früher hat man jetzt hier diese, du hast jetzt hier Questen angenommen mit, keine Ahnung, was steht ja jetzt hier zum Beispiel mit dabei, antiken Münzen. Und die hat man früher halt irgendwo in einem anderen Gebiet halt gedroppt, wann war das, Südkalalam, gab es da irgendwie so einen Untergrund und die Gebiete sind ja jetzt halt mittlerweile halt verschwunden, ne? Ja. So, und ja gut, jetzt sind halt hier Questen halt mit drin, ne? Ja gut, das hat sich halt jetzt verschoben halt ein Stück weit, ne? Mehr ist da halt allerdings halt auch nicht unbedingt, ne? Also wie es halt nun mal so ist, hier im Abyss haben wir halt hier ein kleines Gebiet, wo wir jetzt leveln und questen können. Ja. Scheinbar haben wir hier auch noch irgendwelche Garnisonen. Wir gucken uns das halt einfach mal an. Ja, ja, ich denke, das ist das Beste, sich das einfach mal anzuschauen. Also denkt daran, das ist jetzt hier wieder alles relatives Flügelgebiet. Das heißt, wir öffnen hier mal die Flügel. Ja, denk daran, dass ich nicht so große Flügel habe wie du, dass du da ein bisschen weiter bist. Also insofern, dass ich halt wahrscheinlich öfters mal landen muss. Ja, alles gut. Alles in Ordnung. Oh, kann mal wieder nicht. Wie ging das hoch und runter steuern? So, das war hoch, das war runter, okay. Weil ich mal wieder, meinen Aufnahmetimer so habe, dass die Taste gerade so gedrückt ist, wäre ich. Wollte das immer abschalten. Warum habe ich das nie gemacht? Weil mit der Rollentaste kannst du nämlich ausschalten, dass der halt nach oben und unten fliegt in Sichtrichtung. Dann musst du halt wirklich mit F und R hochfahren. Und die Rollentaste ist halt das, die mir am Timer sagt, was zu machen ist. So. Boah, ja, wir brauchen jetzt hier irgendwie Kampfmagier des Untergrunds. Keine Ahnung, sind hier welche? Räuber, yes, Kampfmagier, da ist einer. Ah, okay, das ist aber auch neu. Das wird einem jetzt mittlerweile angezeigt. Das ist cool. Das muss man auch mal so sagen. Was wird angezeigt? Es wird einem jetzt bei dem Namen wird einem jetzt hier die Quest angezeigt, dass man das als Quest hat, wenn. Ja, das ist cool. Das ist okay. Das ist gut gemacht. Okay, die sind auf jeden Fall doch ein bisschen härter. Wegen Baum. Boah, leckt mich am Arsch. Oh, krass. Hab ich dich da geheilt bekommen. Ich hab selber noch mitgefressen. Boah, meine Güte. Sind die ganz schön heftig. Das sind die wenigstens, ist ja wenigstens ein bisschen platt. Ja, fast platt. Fast. Oh, verdammt hinten! Der hat mich hinten geschubst, der Sack. Das ist kein gültiges. Okay, und dann ja, da ist nicht so schwer. Das ist nur ein ganz normaler. Puh. War trotzdem erstmal heilen. Doch in der Tat nicht ungefährlich.
Und davon bräuchte man 4 Stück. Okay, gut, das ist eine wöchentliche Quest halt. Mhm. Kann man dann wahrscheinlich als Gruppe machen oder es. Also es gibt, man merkt schon, also es war schon möglich, das auch alleine zu machen, aber mit Gruppe wäre das dann wahrscheinlich halt auf jeden Fall einfacher, ne? Jo. Diese Quest zu machen. Ne? Brauchen wir jetzt unbedingt nicht auch nicht unbedingt auch viel zu machen. Hast jetzt hier, wird sich wahrscheinlich darauf beziehen, dass du dann. Wir gehen einfach mal weiter. Du hast jetzt hier verschiedene Garnisonen. Das war meistens immer auch schon immer so gewesen. Bin mal gespannt, was dann. Was gibt's hier für Questen? Mal gucken, was es da für Questen gibt. Rein theoretisch könnte man diese Garnison wahrscheinlich umwandeln mit einem, wenn der. Wahrscheinlich hier, wenn man den Gefechtskommandanten killt oder sowas in die Richtung. Warte mal. Mhm. Gut, wir sollten nicht zu nah ranfliegen, deswegen, weil wir sonst ätten. Ja, ja, der Gefecht, das wahrscheinlich der Gefechtskommandant oder es gibt halt einen, der halt dort spawnt oder was auch immer. Also, gut. Okay. So. Dann fliegen wir jetzt einfach mal zur Kyses-Festung. Schon mal für dich, weil da, oder Mieren-Festung, weil da haben wir ein paar Garnisonen, die halt. Ja, bei uns kurz, so wie gesagt, sind. Wir müssen bald mal zwischenlanden. Oha. Ja, gut, komm, den nächsten kriegst du noch. Warte mal. Schauen, Moment. Ja, schaffst du das noch? Ja, ja stimmt. Ja. Okay, gut. Muss mir nur mein Skill dann gleich mal noch oben mal rausholen. Ich kann dir ein bisschen Fluggeschwindigkeit kann ich dir noch geben. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich den hab. Ich weiß es nicht. Hier, das ist der hier. Oh, das sind auch alles Quests hier. Jo, das sind auf jeden Fall. Ja, die sind so eigentlich einfach. Jo. Ja, auf jeden Fall ist der obere Level ist halt auf jeden Fall Richtung Level 65 Gebiet geworden. Kann ich grundsätzlich begrüßen. Weil ich fand, das mit dem Abyss fand ich eigentlich nicht wirklich schlecht, dass man halt wirklich gesagt hat, okay, gut, man macht halt so eine Art PvP-Karte, ne, wo halt beide Seiten halt Zugriff drauf haben, ne, und mit selben, ungefähr mit gleichen Gebietsanteilen und so weiter und so fort, ne. Ja. Und hat dann halt natürlich auch Questen im Gebiet selber drin, das heißt, wir als PvE-Spieler werden, wenn wir jetzt zum Beispiel cooles Equipment haben wollen, werden dann zum Beispiel auch verpflichtet, jetzt auf dieses Gebiet hier drauf zu gehen. Ja, also so. Und man muss natürlich auch sagen, dass dieser Abyss, dass der ja eigentlich die ganze Zeit über nutzlos war. Ja, das muss man ja auch so sagen. Wollte man den Räuber nicht, nehmen wir hier erstmal den Lava-Kiros. So, der Abyss, der war halt die ganze Zeit nutzlos gewesen, also keine Ahnung, der wurde einfach nur just for fun eigentlich abgefahren. Und finde ich persönlich. Und jetzt hat er zumindest der obere auf jeden Fall erstmal wieder einen Sinn bekommen. Warum und war der nutzlos? Also weil der irgendwann bei einem Cap quasi ja, das war halt 40er Gebiet halt ganz einfach, ja, ne? Und alles du hast klar. Dann halt auch nur 40er Belohnung bekommen halt, ne? Und es hat sich halt, keine Ahnung, was hast du bekommen? Ich glaube, du hast sogar teilweise für die Festungseinnahmen oder sowas in die Richtung, wo es auf einem alten Cap stand, gab es halt veraltete Belohnungen oder sowas in die Richtung. Das heißt, man hat es halt einfach nur gemacht halt eigentlich, um halt ja zu zeigen, ja, dass man es kann halt einfach nur. Ach so, ja, okay. Wobei ein netter Nebeneffekt war gewesen, wir hatten auch mal mit unserer Legion, hatten wir auch mal, kann ich auch mal zeigen, hier müsste eigentlich noch zu sehen sein, oder? Warte mal. Nee, das ist weg scheinbar, glaube ich. Ja, nee, ist weg scheinbar. Egal. Ja, könnte durch den Dingens weggekommen sein, jetzt die Daten. Durch die Umstellung, selber Umstellung. Allerdings war es so, dass wir als Legion auch mal ein, zwei Festungen gehalten hatten. Mhm. Und da war es zum Beispiel so gewesen, dass man dann jede Stunde ja einen gewissen Prozentsatz oder sogar den kompletten Prozentsatz bekommen hat von dem, was das System dort ausgegeben hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dorthin geportet bin, einer anderen Legion hat diese Festung gehört, dann haben die entweder das komplette Geld von mir bekommen oder einen Prozentsatz und somit war das halt teilweise auch gar nicht so ein unschlechtes Geschäft mit diesen Festungen. Ja. Ich glaube, die Festung, die wir da gehalten haben, die konnte man innerhalb von ein paar Minuten konnte man die einnehmen, man hat die lange, lange Zeit eigentlich auch gehalten gehabt und ja, keine Ahnung, die gab schon ein paar Millionen China, gab die dann halt schon in der Masse gesehen, ne? Und das war halt nur eine kleine Festung gewesen, ne? Jo. Wenn du dann halt noch eine Festung hast, wo die Leute halt auf jeden Fall hinteleportieren müssen, ne? Weil sie dort irgendwelche Questen machen müssen, ne? Da gibt's dann halt auch Beträge im Millionenbereich pro Stunde oder locker im Millionenbereich und dann lohnt sich das halt definitiv. Jo. Aber die habt ihr nicht gekriegt, weil... War dann nicht so groß gewesen. Ah, verstehe. Andere bekommen halt. Nur dann, zählt ja nicht, manchmal nix. Kann man eigentlich, sag mal, ein Elios, einer anderen Elios quasi, die Festung klauen, also sprich,
Eine Alien-Legion. Ja, Most Damage zählt. Aha, okay. Ich meine aber jetzt, wenn sie schon gehalten wird. Wenn die gehalten wird, eigentlich im Normalfall nicht, nein. Aha, sofern okay. Gehalten, nein. Ansonsten zählt halt Most Damage. Wahrscheinlich der Allianz, glaube ich. Mhm. Also Allianz im Sinne von mehrere Gruppen zum Beispiel. Jo. Oder wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin. Da könnte auch zum Beispiel auch nur die erste Gruppe der Allianz vielleicht auch zählen mit dem Most Damage. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß es gleich gar nicht. Ihr habt ein gutes Ziel ausgewählt. Nun gut. Gut. Auf jeden Fall toll hier. Die erste Folge ist auf jeden Fall vorbei. Eben. Und wir schauen einfach mal, was wir dann hier noch so in dem Gebiet machen können. Und werde da mit Sicherheit noch ein paar Sachen vielleicht gegebenenfalls immer hin und wieder erklären. Wie gesagt, es ist diesmal End-Content-Bereich. Das heißt, wir sind eigentlich schon capped und soweit durch. Das heißt, wir schauen uns einfach noch mal ein paar Sachen an. Was kann man machen? Wie sehen so die Gebiete aus? Wie sehen so die Dungeons aus? Und ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf jeden Fall auch wieder. Wenn ihr aber beim nächsten Mal wieder einschaltet, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Absolut. Bis denn. Tschüss.